Viele können das Wort GameStop schon nicht mehr hören, um Himmels Willen. Aber Gott sei Dank gibt es da ja schon die nächste Causa, den nächsten Fall, nämlich den Silberkurs, der dramatisch nach oben explodiert ist. Naja, gut, dramatisch ist immer so eine Sache, aber zumindest mal sehr auffällig, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Aber ihr seht es schon, es ist auch ebenso schnell wieder nach unten gekommen. Und das wiederum eröffnet eine komplett neue Sichtweise. So wie das jetzt hier runtergeht, würde es mich nicht wundern, wenn wir sogar noch mal hier in diesen Bereich hier reinfallen. Das ist etwas, was ich als sehr typisch eben erachte. Wie geht das denn? Naja, gucken wir mal drauf. Wir hatten hier vorne sowas wie eine ABC, der vordere Teil. Dann hatten wir etwas. Überlegt selber, was es ist, aber es ist zumindest mal korrektiv. Da sehen wir daran, dass es hier kursüberschneidend ist. Und das heißt, wir sind korrektiv runter, korrektiv nach oben. Und jetzt erinnert ihr euch. Jetzt machen wir mal den kurzen Wechsel, zum Beispiel auf den Dow Jones. Dann sehen wir, wir sind dreiwellig runter, korrektiv, nämlich dreiwellig hoch und anschließend eine scharfe Abwärtsbewegung. Beim DAX natürlich genau das Gleiche. Und wenn wir das jetzt mal auf den Silberpreis übertragen, einfach eine scharfe Abwärtsbewegung und schon wären wir wieder hier in diesem unteren Bereich. Und das wäre eine durchaus typische Korrektur. Das Ganze nennen wir eine Seitwärtskorrektur im Allgemeinen gesprochen. Bei den Seitwärtskorrekturen gibt es zwei Varianten, die nämlich mit einer scharfen, quasi impulsiven Bewegung am Ende und die eine mit einer nicht ganz so scharfen, aber trotzdem immer noch einer zügigen Bewegung, dreiwellig hier. Das ist dann eine Double Sideways Korrektur, D3 auch abgekürzt, und das ist eine Impulsiv- oder Impulskorrektur. Das Ganze dann auch als ein Flat abgekürzt. Und wenn wir uns sowas mal angucken, weil viele sagen ja, aber der Markt muss doch nach oben gehen, es gibt so viele tolle Argumente. Touché, gar keine Frage. Wir hatten ja seit dem Tief einen deutlichen Anstieg. Das, was ich jetzt hier zeige, wäre die erste Welle. Das wäre quasi dieses Teilstück hier. Und das, was ich hier jetzt eingezeichnet habe, das wäre das hier. Das wäre sozusagen die zweite Welle. Das wäre dieses Stück hier. So, und jetzt gucken wir uns mal an, kann das denn sein, zweite Welle? Ist das denn überhaupt realistisch möglich? Jetzt gucken wir mal bei Commodities, steigende Märkte, die zweite Welle. Und da stellen wir fest, Zigzag ist sehr häufig. Aber es ist genauso häufig ein Flat bzw. ein D3, Double Sideways. Wir können also davon ausgehen, wir haben eine sehr hohe Chance, dass diese Korrektur tatsächlich so aussieht. Und woran können wir das festmachen? Naja, es ging bis jetzt eher korrektiv hier nach oben. Und wenn das jetzt hier einigermaßen mit dem Schub nach unten sich fortsetzt, dafür sind die Wahrscheinlichkeiten sehr groß. Und die Ziele wären hier durchaus nicht untypisch und würden auch das übergeordnete bullische Bild, ich weiß, ich verletze jetzt die Gefühle des ein oder anderen Marktbullen, der einfach sagt, Silber, das muss doch nach oben gehen, Dollar bzw. die Notenbank mit ihren Aktionen treiben den Kurs doch in diese Richtung. Gut, jetzt haben wir im Moment einen etwas erstarkten Dollar. Vielleicht spricht das nochmal für ein Runterkommen, aber die Notenbank mit ihren ganzen Maßnahmen, das müsste doch so passieren. Und auf der anderen Seite, Silber ist doch total, ich sag jetzt mal, geiler Scheiß. Nämlich, wir brauchen das Ganze für die Technologie. Es ist nicht nur ein Wertaufbewahrungsmittel wie Gold, sondern es ist auch ein wirtschaftlicher Nutzen dahinter. Gerade was die Solarpanels angeht, beispielsweise. Es ist ein sehr gut leitender Stoff, was Elektrizität angeht. Also durchaus ein Produkt oder ein Rohstoff, das wir sehr, sehr wichtig gut gebrauchen können. Aber ihr seht schon, das ist ja jetzt nicht für die Dauer angelegt. Es geht ja nur darum, dass wir realistisch mit solchen Rücksetzern rechnen müssen. Und anschließend darf es ja auch nach oben gehen. Also fühlt euch da nicht durch beleidigt, sondern erstmal angeregt, dass so eine Bewegung sehr, sehr typisch ist. Und wenn ich mir diese Bewegung hier jetzt angucke, hätten wir die besten Voraussetzungen dafür. Was bräuchten wir jetzt, um aktiv zu werden? Ich bräuchte etwas Wackeliges in diese Richtung, um dann nochmal einzusteigen für die Short-Seite. Bin ich doch falsch? Dann wird wahrscheinlich die Gegenbewegung so aussehen. Dann habe ich aber auch nicht nichts Wackeliges und dementsprechend auch keinen Trigger. Kann also nicht so arg viel passieren. So ähnlich, nein, eigentlich ganz anders, aber sieht das Bild bei Gold auch aus. Das will ich aber jetzt in diesem Videobeitrag nicht noch zeigen. Wer will, kann sich das Ganze im Trade des Tages angucken. Da geben wir auch unsere ganz konkreten Handelsmarken bekannt.
wie wir die aktuelle Situation bei Gold angucken. Wenn ihr sagt, naja, Gold hätte mich jetzt auch interessiert, klickt drauf, es ist kostenfrei, dann kriegt ihr auch immer die Informationen, wenn das gerade veröffentlicht wird. Und dementsprechend habt ihr hoffentlich einen zeitnahen Vorteil dadurch. Nochmal ein Hinweis, auch interessant vielleicht, Born for Trading, da gebe ich das Ganze dann auch nochmal als Video auf Smartphone raus. Also wenn ihr da auch Spaß dran habt, meldet euch an, guckt es euch an und dann habt ihr nochmal ein paar Zusatzinformationen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.